Also hier ist Genghis Kotsch. Ihr kennt mich vielleicht halt dann noch von Freiheit für Familien auf Sandros Kanal. Ich bin jetzt gerade in Freiburg. Ein BU war einberaumt für heute, der letzte für einen Monat nach Plan. Mal ganz zu schweigen von den Plänen, die Umgänge komplett abzusagen. Diesmal hat die Mutter den Kleinen überhaupt nicht zum begleiteten Umgang gebracht. Noch hat sie angerufen und Bescheid gegeben, dass sie sowas in der Richtung vorhat. Noch ist sie telefonisch zu erreichen und sie fährt jetzt demnächst in Urlaub. Und ich befürchte, dass sie eben in Urlaub ins Ausland fährt, um das Kind ins Ausland zu entführen, damit es halt dann ein für alle Mal halt dann weg ist. Und das habe ich halt dann auch schon bereits mehrmals vor Gericht diese Befürchtung geäußert. Diese Befürchtung wurde mehrmals einfach nur weggewischt, belächelt. Ich wurde ausgelacht. Ich bin ja paranoid und schizophren und hast du nicht gesehen. Und die Gefahr geht ja halt dann hauptsächlich von mir aus. Und ich bin derjenige, der das Kind entführen möchte. Die Mutter ist nicht auffindbar. Ich habe sie vorhin noch in der Stadt gesehen. Ich weiß, dass sie da ist, aber sie geht nicht ans Telefon, noch ruft sie an, noch sagt sie die Umgänge ab. Und ich weiß jetzt schon, sie wird halt dann wieder damit durchkommen. Ich sitze hier noch in Freiburg im Auto. Ich werde jetzt halt dann wieder zurück nach Straßburg fahren, vermutlich, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich weiß nicht, ob ich halt dann jetzt noch in der Stadt rumgurken soll und meinen Sohn suchen soll oder so. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe meine Anwältin gebeten, einen Eilantrag zu stellen, weil sie ist weg und es kommt halt auch keine Nachricht. Entweder weiß sie, wie der Richterspruch schon ausfallen wird von der letzten Verhandlung, über die wir in dem Interview mit Sandro gesprochen haben, oder sie befindet es halt nicht mehr für notwendig, überhaupt sich noch zu melden, weil sie wird sich halt dann vermutlich ins Ausland absetzen. Also ich sitze jetzt hier halt dann da und bin halt total planlos. Und es kommt mir halt dann auch echt total doof vor, jetzt halt dann irgendwie den Weg zurück zur Arbeit halt dann irgendwie anzutreten, so als ob hier halt dann irgendwie nichts wäre. Mein Sohn ist halt dann irgendwo, vermutlich bald halt überhaupt noch nicht mal mehr in Deutschland. Er ist deutscher Staatsbürger, so wie ich halt dann auch, anders als die Mutter. Aber die Gerichte sind halt dann eben eine totale Enttäuschung. Die Behörden, die Ämter sind eine totale Enttäuschung. Ich bin derjenige, der halt dann hier halt dann als Gefahr gesehen wird. Dabei verhalte ich mich seit über 4 Jahren total rechtskonform. Ja, total rechtskonform. Ich habe nichts Illegales gemacht, noch habe ich irgendwelche Anstalten gemacht, noch irgendwas gemacht. Aber bei mir besteht die Entführungsgefahr und sie wird halt dann ausdrücklich mehrmals und überhaupt deswegen wird der halt dort begleitete Umgang begründet. Aber die Mutter, die wird halt dann einfach durchgewunken. Sie kann machen, was sie will. Sie muss noch nicht mal mehr beim Kinderschutzbund anrufen, weil warum auch? Die sind ja halt dann auch auf ihrer Seite offensichtlich. Das heißt, ich bin hier halt dann wieder der Gelackmeierte und der Leidtragende ist das Kind. Der Leidtragende ist der Sohnemann und dann wird es halt dann alles noch mit Kindeswohl begründet. Das ist echt einfach nur unglaublich. Also ich bin echt in einem Albtraum gerade.